Willkommen zum Webinar über Hilfslinien, Beschriftung und Bemaßung. Mein Name ist Daniel Gass. Es unterstützt mich heute Frau Gabrielle Müller, die gerne Ihre Fragen beantwortet, die Sie über das Webinar-Panel auf der rechten Seite Ihres Bildschirms stellen können. Hilfslinien helfen uns wesentlich dabei, ein Modell aufzubauen oder die Übersicht zu behalten. Grundsätzlich kann ich Hilfskonstruktionen mit den gewöhnlichen Geometriefunktionen einführen, mit dem kleinen Nachteil, dass Knotenpunkte entstehen im Schnittpunkt mit anderen Linien und dass diese Hilfslinien als Zwangslinien für die Netzgenerierung behandelt werden. Wenn ich das nicht möchte, habe ich die Möglichkeit, Hintergrundfolien zu verwenden. Diese Hintergrundfolien kann ich über den Folienmanager erzeugen. Ich erzeuge eine neue Folie und ich definiere eine Standardfarbe für diese Folie. Ich habe auch die Möglichkeit, die Linienart und Stärke für diese Folie zu ändern. In der vertikalen Symbolleiste finde ich die Bearbeitungsfunktionen für diese Hintergrundfolien. Ich wähle die Folie aus, auf der ich arbeiten möchte und ich kann eine Hilfskonstruktion einführen, ohne dass diese Hilfslinien irgendeinen Einfluss haben auf die Berechnung. Ich habe nicht nur die Möglichkeit, Linien zu definieren, ich kann auch Füllflächen oder ausgefüllte Flächen eingeben. Diese Hintergrundlinien kann ich genau gleich bearbeiten wie auch die Geometrie. Das heißt, ich kann Eckpunkte ziehen, die ganze Fläche verschieben, wie auch immer, dass ich das haben möchte. Wenn ich wieder Geometrielinien zeichne, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, eben diese Punkte und Linien auch zu fangen und ich kann so eben mein Modell weiter aufbauen. Ich mache das wieder rückgängig. Ich kann mir beliebig viele dieser Hintergrundfolien erstellen und eben auf diesen einzelnen Folien unterschiedliche Hilfskonstruktionen eingeben. Über den Folienmanager habe ich jetzt die Möglichkeit, diese verschiedenen Hilfskonstruktionen einzeln ein- und auszublenden. Im Wesentlichen verhalten sich diese Folien genau gleich wie DXF-Layer. Was hier wichtig ist zu beachten, wir können hier nicht nur die Sichtbarkeit der Folien ein- und ausschalten, sondern auch die sogenannte Folienidentifizierung, im Wesentlichen die Fangfunktion für diese Folie. Wenn ich die Sichtbarkeit der Folie ausschalte, wird die Folienidentifizierung automatisch auch ausgeschaltet. Schalte ich nur die Sichtbarkeit wieder ein, bleibt die Folienidentifizierung weiterhin ausgeschaltet. Was heißt, dass ich eben diese Linien und Punkte nicht mehr fangen kann. Schalte ich eben die Folienidentifizierung wieder ein, dann kann ich diese Punkte auch wieder abgreifen.
Ich habe hier weitere Möglichkeiten. Ich kann entweder nur die Punkte oder die komplette Geometrie in tatsächliche Geometrielinien umwandeln. Und ich kann so aus einer Hilfskonstruktion wieder eine echte Geometrie erzeugen. Ich mache das kurz rückgängig. Wenn ich am Arbeiten bin und mein Modell aufkonstruiere, wie gesagt, kann mir diese Hilfskonstruktion sehr helfen. Teilweise ist sie mir aber auch im Weg. Ich kann deshalb über diesen Schnellschalter Hintergrundfolien die Sichtbarkeit der Hintergrundfolien sehr schnell ausschalten, ohne dass ich die Einstellung im Folienmanager verändern muss. Das heißt, die Folienidentifizierung und grundsätzlich, welche Folien sichtbar sein sollen, wenn überhaupt Folien sichtbar sind, bleibt erhalten. Ich blende die grüne Hilfskonstruktion mal aus und ich kann jetzt eben mit dem Schnellschalter alle Hintergrundfolien ausblenden oder eben die Hintergrundfolien ein- und ausblenden, die im Folienmanager aktiv sind. Ich blende die Hintergrundfolien aus und möchte zum nächsten Thema weitergehen oder fast nächsten Thema. Wenn ich kurz eine DXF-Datei importiere, schiebe sie mal zur Seite, dann finden wir im Folienmanager die einzelnen DXF-Layer und ich habe jetzt die Möglichkeit, mit den gleichen Funktionen auch diese DXF-Layer zu bearbeiten. Ich kann zum Beispiel einzelne Linien löschen, vorausgesetzt die Folien sind nicht gesperrt, das habe ich noch nicht erwähnt. Dieses dritte Icon, das kleine Schloss, damit kann ich eben eine Folie für die Bearbeitung komplett sperren. Im Wesentlichen die gleiche Funktion, wie Sie sie auch aus CAD-Systemen kennen. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, eben zum Beispiel eine DXF-Datei weiter zu bearbeiten, einzelne Linien rauszulöschen oder eben auch auf den gleichen Layern zu arbeiten und weitere Linien einzuführen. Auch DXF-Layer besitzen eine Farbe, Linienart und Linienstärke. Ändere ich diese Standardfarbe für den Layer, ändert sich, jetzt sieht man es kaum, weil ich eine blöde Farbe gewählt habe, dann ändert sich jetzt die Farbe von allen Linien, die eben diese Standardfarbe verwenden. Grundsätzlich, wie gewohnt, kann ich auch eine Linie anklicken, um sie zu bearbeiten. Grundsätzlich kann eine Linie eben die Farbe nicht von der Folie beziehen, sondern eine eigene Farbe besitzen. Genau gleich wie Linienart und Linienstärke. Ändere ich jetzt
die Farbe von diesem Layer bleibt diese Linie genauso wie sie war. Sie hat eben eine eigene Definition und bezieht ihre Eigenschaften nicht vom Layer. Mit dieser Funktion für alle Elemente kann ich das eben zurücksetzen, Farbe, Linienart und Linienstärke der Folie wieder auf alle Linien auf dieser Folie übertragen. Die DXF brauchen wir nicht mehr und ich möchte sie löschen. Als nächstes möchte ich mir ein Hintergrundraster erstellen, das auch immer wieder praktisch ist, besonders bei regelmäßigen Gebäuden. Auch diese Funktion finde ich auf der linken Seite in der vertikalen Symbolleiste. Ich erzeuge ein neues Achsraster und kann die Eigenschaften von diesem Achsraster eingeben. Zuerst möchte ich den Abstand der Achsen zueinander definieren. Ich möchte drei Achsen im Abstand von 2,5 Metern. Mit dem Strichpunkt kann ich weitere Definitionen eingeben. Dann möchte ich drei Achsen mit 1,5 Meter Abstand und fünf weitere Achsen wieder mit einem Abstand von 2,5 Metern. In die andere Richtung erzeuge ich 8 Achsen im Abstand von 2 Metern. Wie die Achsen bezeichnet werden, kann ich einstellen, entweder mit Buchstaben oder mit Zahlen. Ich kann einen Anfangswert definieren und ich kann angeben, ob ich von links nach rechts oder von rechts nach links nummerieren möchte. Zum Schluss lege ich noch fest, wo liegt der Ursprung von meinem Achssystem und ich habe eben dieses Hintergrund-Achssystem erzeugt. Wenn ich eine Achse anklicke, kann ich diese Definition auch ändern. Zum Beispiel kann ich die Beschriftung der Achsen auf beiden Seiten einführen. Grundsätzlich kann ich beliebig viele solcher Achssysteme erzeugen, auch in anderen Farben. Ich kann das Achssystem auch um einen bestimmten Winkel drehen. Oder einen Präfix für die Achsbezeichnung festlegen. Zusätzlich zu diesen kompletten Achsrastern habe ich auch die Möglichkeit, weitere benutzerdefinierte Rasterlinien zu definieren. Diese Linien gebe ich über 2 Punkte an. Damit kann ich eben mein automatisch erzeugtes Raster mit einzelnen weiteren Linien ergänzen. Diese Achsraster kann ich auch wieder über dieses Menü ausblenden, ohne dass ich sie gleich löschen muss, wenn ich sie zwischenzeitlich nicht brauche. Auch noch ein wichtiger Hinweis, wenn ich das Achsraster in der Höhe verschieben möchte, dann ändere ich den Ursprung. Entweder greife ich eben
den Ursprung aus dem Modell ab oder ich definiere die Höhe, die Z-Koordinate von Hand. Die Hintergrundfolien sind zwar praktisch und extrem flexibel, weil ich irgendetwas eingeben kann, was ich möchte. Teilweise brauche ich aber diese Flexibilität nicht. In vielen Fällen reicht es mir, wenn ich einfach ein Lineal absetzen kann, horizontal, vertikal oder über zwei Punkte in einem beliebigen Winkel. Diese Lineale sind auch Hilfslinien, es sind aber immer gerade Linien, die bis ins Unendliche gehen. Klicke ich ein solches Lineal an, habe ich die Möglichkeit, die Eigenschaften zu verändern. Oder eben auch das Lineal zu löschen. Der Unterschied zwischen Löschen und Lineale löschen besteht darin, Löschen löscht nur das ausgewählte Lineal, Lineale löschen löscht alle Lineale in der gleichen Richtung wie das ausgewählte Lineal. So viel zu den Hilfslinien, kommen wir zur Bemaßung. Auch die Bemaßung finden Sie auf der linken Seite. Auch hier öffnet sich wieder auf dem falschen Bildschirm eine Bearbeitungssymbolleiste. Ich öffne den Folienmanager und aktiviere diese Folie Bemaßung. Ich habe hier bereits verschiedene Bemaßungen erzeugt, wie wir sie verwenden können. Ich möchte Ihnen aber auch zeigen, wie wir sie definieren. Ich habe die Möglichkeit, gerade Maßlinien einzuführen. Eine gerade Maßlinie ist immer horizontal oder vertikal, auch wenn ich zwei Punkte oder zwei diagonale Punkte auswähle, die eben die Maßlinie bleibt in X- oder Y-Richtung. Möchte ich eine Diagonale bemaßen, verwende ich die angepasste Bemaßungslinie. Diese Maßlinie ist immer parallel zu ihrem Anfangs- und Endpunkt. Die Eigenschaften von diesen Maßlinien kann ich über die Einstellungen definieren. Ich wähle das Markierungssymbol, möchte ich den Kreis, den Diagonalstrich, einen Pfeil, wie auch immer, dass ich das haben möchte. Ich kann auch die Größen von diesem Symbol bzw. die Abstände oder den Überstand der Maßlinien definieren. Wenn ich eine Maßlinie bereits definiert habe und feststelle, sie sieht nicht so aus, wie ich das gerne haben möchte, dann kann ich die Maßlinie auch anklicken und sie nachträglich bearbeiten. Eben nicht nur das Aussehen, sondern auch den Text. Ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel die Schriftgröße zu verändern, Schriftfarbe. Ich kann zusätzlich die Einheit beschriften und
einen Präfix und Suffix einzugeben. Wenn ich das möchte, kann ich die Maßlinie eben auch verwenden, um etwas anzuschreiben. Dann kann ich auch den Bemaßungswert ausschalten und ich habe hier nur noch meine Bemerkung auf der Maßlinie. Eben, ich könnte es verwenden, um zu kennzeichnen, entlang dieser Linie möchte ich eine thermische Trennung oder andere Dinge. Wir haben auch die Möglichkeit, Winkel, Kreisbogen, Radien oder Koten zu bemaßen. Das alles funktioniert im Wesentlichen genau gleich. Die allgemeine Textbox, wenn ich sie zweimal anklicke, hier kann ich einen beliebigen Text reinschreiben und eben irgendwo absetzen. Das ist eine Funktion, die verwende ich selber sehr oft, wenn ich Modelle aufbaue, um mir Bemerkungen ins Modell reinzuschreiben, das nochmal kontrollieren oder hier stimmt noch irgendetwas nicht, damit ich es eben auch nicht vergesse. Eine weitere Möglichkeit ist die Objektinfo-Textbox. Sie sehen hier ein Beispiel. Diese Objektinfo-Textbox beschriftet eben automatisch die Eigenschaften von einzelnen Elementen. Das heißt zum Beispiel in dem Fall von dieser Balkonplatte oder eben auch von den Stützen, wenn ich die Stützen eingeblendet habe. Auch diese Bemaßung setze ich auf die gleichen Hintergrundfolien wie meine Hilfskonstruktionen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, diese einzelnen Folien auch wieder einzeln ein- und auszublenden. Ich kann mir so verschiedene Bemaßungssätze ablegen, die ich eben zeigen oder verbergen kann. Eine weitere Möglichkeit von Textboxen ist es, dass sie Links enthalten können. Ich habe hier einen Link auf eine PDF-Datei erzeugt, die im gleichen Ordner liegt wie mein Modell. Und sie öffnet sich natürlich auf dem falschen Bildschirm. Und ich habe hier ein Auszug aus dem Supportbuch eben zu diesen Links, was grundsätzlich möglich ist. Links können nicht nur Verknüpfungen auf Dateien im gleichen Verzeichnis wie das Modell enthalten. Ich kann auch einen relativen Pfad definieren. Die zwei Punkte, die Älteren von Ihnen werden sich daran erinnern, in DOS-Manier bedeuten, dass wir eine Ordnerebene nach oben gehen und ich definiere mit dem Backslash, mit dem Rückwärts-Schrägstrich den Pfad zur entsprechenden Datei. Es ist auch möglich, einen Link auf eine Internetseite in diesen Textboxen anzugeben. Sie kommen hier direkt zu unseren Webinaren auf YouTube.
möchte ich einen solchen Link eben bearbeiten und nicht öffnen, dann klicke ich die Textbox an bei gedrückter Kontrolltaste, damit die Textbox erst markiert wird. Wenn ich sie jetzt anklicke, kann ich eben den Link bearbeiten und einen anderen Dateinamen angeben oder eben die Verknüpfung ganz entfernen. Dann möchte ich Ihnen noch ein paar weitere Funktionen zeigen, wie wir Dinge beschriften können. Wir können nicht nur von Hand einzelne Objekte anschreiben über den Schnellschalter Nummerierung oder besser wäre Nummerierung und Beschriftung, habe ich auch die Möglichkeit, verschiedene Dinge automatisch anzuschreiben, wie zum Beispiel die Knotennummern oder die Bereichsnummer. Diese Nummerierung kann ich beeinflussen über die Funktion Umnummerieren, Umbenennen. Ich wähle alles aus, was ich sehe in diesem Fall. Ich möchte die Bereiche umnummerieren. Und ich möchte mit der Nummer 10 beginnen. Als Namen möchte ich hier ein W vor die Nummer setzen für Wand. Der Unterstrich steht für die Laufnummer. Und meine Wände sind durchnummeriert von W10, 11, 12 und so weiter bis W20. Möchte ich eine bestimmte Reihenfolge haben, habe ich die Möglichkeit, eben diese Nummern einzeln anzugeben für die einzelnen Wände. Ist eine bestimmte Nummer bereits vorhanden? Wird die alte, die Wand mit der, oder die vorherige Wand W2 automatisch umnummeriert. Sie erhält wieder eine automatische Nummer. Diese neuen Nummern oder Namen, wie ich sie eingeben kann, werden in Axis überall verwendet. Das gilt auch, wenn ich die Tabellen öffne. Hier erhalte ich jetzt die Wandnummern so, wie ich sie mir eingestellt habe, damit ich eben das Ganze auch wieder in einen Zusammenhang bringen kann. Im Menü Darstellung habe ich weitere Möglichkeiten, die Beschriftung einzustellen. Der Schnellschalter Nummerierung enthält ausgewählte Optionen aus dieser gesamten Liste. Was ich über den Schnellschalter zum Beispiel nicht einschalten kann, ist die Beschriftung von Knotenkoordinaten oder zum Beispiel von Materialnamen. Das kann ich hier über das Menü Darstellung weiter einstellen. Schalte die Nummerierungen wieder aus und möchte jetzt noch eine andere Funktion anschauen, die Farbkodierung. Über diese Farbkodierung habe ich die Möglichkeit, die Bereiche oder Elemente grundsätzlich einzufärben. Ich wähle jetzt eine Farbe der Bereiche anhand ihrer Dicke. Diese Farben werden automatisch eingestellt. Ich habe aber auch die Möglichkeit, einzelne Farben zu ändern, so wie ich das haben möchte.
Ich kann zufällig irgendwelche Farben zuweisen oder auch einen Farbverlauf erzeugen, genau gleich, wie Sie das von den Ergebnissen her kennen. Über diese Farbkodierung kann ich sehr schnell mein Modell überprüfen oder eben auch zum Beispiel Wandstärken dokumentieren. Genau das Gleiche kann ich auch für Stäbe oder Linienelemente anwenden. Zum Beispiel kann ich die Linienelemente nach Querschnitt einfärben. Wenn ich jetzt für diese Stütze einen anderen Querschnitt wähle, und vielleicht noch die Farbe so anpasse, dass wir den Unterschied gut sehen, dann kann ich sehr schnell sehen, ob meine Stützenquerschnitte dem entsprechen, was ich haben wollte. Über dieses über die kleine Legende kann ich die Farbkodierung wieder aufrufen oder eben über die vertikale Symbolleiste, wenn ich die Legende versehentlich oder absichtlich geschlossen habe. Die Legende selbst finden Sie im Menüfenster, um sie wieder einzuschalten. Auch dieses Webinar werden Sie wieder auf unserem YouTube-Kanal finden. Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen, unseren Kanal abonnieren oder einen Kommentar zum Webinar schreiben. Im Dezember wird das Webinar ausfallen. Das nächste Webinar findet damit am 25. Januar statt. Ich hoffe, ich darf Sie zu dieser Gelegenheit wieder begrüßen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bereits jetzt schon mal schöne Festtage.